Ja, auf jeden Fall. Ey, ich glaube, ich Ja, was muss. ist denn los? Ich werde dem Teufel die Zähne zeigen. Jetzt willst du wieder raus und ach so. Ich möchte ein bisschen gestreichelt und befriedigt werden. Ich glaube, ich werde einfach nur den Part irgendwie sowas nennen wie Tommys Muschi-Probleme oder so. Ich weiß es noch nicht. Es würde passen. Warum treffe ich Blutrabe nicht? Was ist der denn? Hier hinten, guck, drück Tab. Ja. Ey, du Vogel, komm mal her. Das ist kein Vogel. Nein, nicht Tussi. Du, der andere. Ich weiß. Der heißt doch Blutrabe. Rabe ist doch ein Vogel, oder nicht? Ja und? Die heißt aber auch nur so. Ja und? Ah, ich bin gleich tot. Oh, gleich zwei gelbe Sachen. Also ist ja. Gelbe? Also, das eine könnt ihr haben, das ist für eine Assassine. Du, eine dumme Katze. Und das Item ist für einen Barbaren, was ist denn das hier? Ja. Ziemlich unnötig, aber ich nehme es trotzdem. Hast du doch schon längst bekommen. Was denn? Ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich will nicht überladen sein. Meine Katze ist dumm. Will man eine Keule haben? Hab ich schon. So Leute, kommt doch mal mit, wir gehen jetzt wieder hier ins Mausoleum. Es ist ja wie bei der Kotte, die Dungeons nehmen wir mit. Es gibt wieder schön viele Sachen. Los, Knechte, ab nach vorne in die Front. Blutklaue der Scharfrichter. Ja, die Namen sind ziemlich episch hier immer. Die ganze Zeit kriegt er keinen Schaden, auf einmal verreckt er so schnell. Ja, weil auf einmal ich dabei war. Und ich. Nee, du bist unwichtig. Ich hab die Aura. Na und? Was muss ich mit dem Typen hier eigentlich skillen? Einfach nur Energie und Vitalität, oder? Ja, eigentlich schon. Ist das lame, egal. Ja, die Sache ist halt immer, so als Erklärung. Normalerweise halt. Och, Katze, jetzt sag doch mal, was du willst. Wenn du im Spiel alles erreicht hast, sag ich mal, und es geht einfach nur darum, den perfekten Charakter zu machen, skillst du eigentlich nur Vitalität hoch. Und zwar bei allen Charakteren, eigentlich nur Vitalität, damit du Leben hast. Den Rest holst du dir durch die Items, die du ja eigentlich kaufst. Da wir jetzt immer so Singleplayer-mäßig, sag ich mal, also einfach das Spiel so durchspielen, müssen wir halt auch auf unsere, sag ich mal, Zweitattribute zurückgreifen. Das heißt, Vitalität natürlich und dann das Attribut, was wir selbst am meisten benutzen. Bei mir ist es halt natürlich als Barbar die Stärke. Ja, Intelligenz, oder? Na, gibt Energie. Ja, Energie ist es ja. Also Mana gibt das ja. Bei dir wird es eben Mana sein. Du wirst es halt brauchen fürs Beschwören und so. Kostet ja auch eben Mana. Bei Tommy wird es eben sein, die Geschicklichkeit vor allem. Um die Trefferchancen und den Schaden zu erhöhen mit Bögen. Bei Robin ist es so eine Sache, Paladine gehen halt sehr auch teilweise auf Geschicklichkeit, um auf die Chance zu kommen, eben 75% zu blocken. Werde ich wahrscheinlich später auch machen müssen, weil ich später aber eventuell auch auf Schild umsteigen werde. Das weiß ich aber noch nicht. Wir gucken einfach mal, wie sich Robin so schlägt als Paladin. Vielleicht kann er einfach schon so alleine tanken mit Schild und ich kann dann auf zwei Waffen bleiben. Oder ich werde eben, wie gesagt, später auch noch auf Schild umsteigen. Hast du eine Rolle zum Identifizieren? Ja, wenn du mir das. Ja, ich hab ein Buch zum Identifizieren. Ach. Alles zum Also, wenn du mir kurz was. Wenn du es mir kurz anvertraut hast, ich schon hab mein schon. Buch gegeben. Achso. Du kannst das Buch behalten. Ich kauf mir ein neues. Das Buch ist schon alt. Hab ich schon durch. Ja. Ansonsten nimmt man die blauen Sachen einfach immer mit und verkaufen dann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder raus und machen das andere, den anderen Dungeon noch fertig und dann porten wir zurück. Wie wär's, wenn wir den hier erstmal fertig machen? Ist doch fertig, wir haben das. Finished. Wegen den paar kleinen Minions, die da vielleicht noch rumhocken, kommt's mir nicht drauf an, um ehrlich zu sein. Ich warte trotzdem. Wieder bin ich das Schlusslicht hier, ganz alleine mit meinen Arbeitern. Ja. So weit hinten. Jetzt da unten noch rein, oder? Ja, da ist noch die Krypta. Kirche ist da. Krypta. So. Äh.
brennt hier drin. Ja, ist halt eine ziemlich heiße Krypta, muss ich sagen. Ey, was, wie, wo seid ihr jetzt hin? Wir sind in der Krypta. Ah. Schon wieder fast alles vorbei, da kommt erst Tommy. Ah, heiß. Warum stelle ich mich da auch rein? Das frage ich mich auch. Ups. Ich bin zu doof, um die Sachen aufzunehmen. Hallo Tommy. Ich hab die Tour schon. War das die Tour? Nein. Oh Katze, sprich mit mir. Was willst du? Es war einfach nur so ein kleines Champion-Monster. Willst du Geld? Gib mir ein bisschen Milch, Mann. Okay. Nee, das, die hat ja zu fressen, die hat zu trinken, die hat ein Klo, was will die mehr? Und ein Bett hat's auch. Was macht die Katze denn? Guckt die dich einfach nur doof an, das machen Katzen öfters mal. Die rennt ja halb über meinen Computer drüber. Die ist gerade über meine Tastatur gelaufen. Jetzt hat sie eine CD runtergeschmissen. Man hat's gehört. Jetzt springt sie hinterher. Mach mal! Warte mal. Was macht die damit? Ich glaube, mit Tommy wird das in diesem. Ich hoffe, die isst die nicht. Hast du gerade gesagt, du hast das Trinken und Essen hingestellt. Das klingt aber nicht so. Oh, Strohhalm. Das ist sehr spannend. Strohhalm? Ich spiele mit dem Strohhalm. Deinem Strohhalm oder was? Alter Kalle, benimm dich doch mal. Kann den Jungen mal eine klatschen? Das sage ich, das denke ich mir auch öfters. Ach, ich habe jetzt vergessen. Ach, in also Mann. Jeder will mich klatschen, aber. Leute, könnt ihr mal bitte kurz leise sein? Ich möchte mit der Kasia reden. Die ist uns nämlich ziemlich dankbar. Ich kann kaum glauben, dass ihr Blutrabe besiegt habt. Obwohl sie einst meine beste Freundin war, bete ich, dass ihre gequälte Seele für immer verbannt bleiben mag. Ihr habt euch meinen Respekt verdient. Und die Unterstützung der Jägerinnen. Einige meiner besten Kriegerinnen stehen zu eurer Verfügung. Gut, also, wie sie schon gesagt hat, sie gibt uns jeweils, also, jeder von uns hat jetzt eine Söldnerin bekommen. Ich habe hier die Alisa, ne, hier. Das ist die Gute. Noch ein Knecht. Ja, noch ein Knecht. Genau, Kalle freut sich sowieso, er hat jetzt sehr viele Knechte. Mein heißt Blaze. Ja, ich kann gar nicht genug haben. Na, das kann ich. Ich glaub, Matt, kannst du dein eigenes Harem aufbauen, oder? Kann ich aufbauen? Dein eigenes Harem. Oder ja. Muss ich jetzt noch erklären, was das ist? Ja. Frag mal deine Mutti. Ja, okay. Soll ich sie aufwecken? Ja, mach das. Ja. Ja, aber dann muss ich runterlaufen. Dann mach das mal. Bis gleich. Ruf sie, dass sie hochkommen soll. Frag sie morgen früh. Mach das. Okay. Langeweile? Jetzt kann ich durch mein Zimmer wie bekloppt. Hey. Oh, ich muss nochmal zurück. Ich habe mir immer noch keinen Wegpunkt gemacht. Ich sag jetzt einfach mal nichts dazu. Oh, ich habe ganz viele Schlüssel. Dann behalten wir die einfach mal. Oh, dass mich auch niemand daran erinnert, einen Wegpunkt zu machen. Also, ich würde mal sagen, wir machen wieder, gehen zum Wegpunkt kalte Ebene. Genau dahin. Ich auch gleich. Dann. Ah ja, was ich gerade sehe, es gibt drei verschiedene Arten von Jägerinnen, Söldnerinnen. Und zwar gibt es einmal die Söldnerinnen, die Feuerpfeile schießen, die Eispfeile schießen und die gar nichts können. Die gar nichts können, sind am besten. Nee, die haben, glaube ich. Robin, kannst du mal aufhören, weiterzurennen? Die haben andere Fähigkeiten. Die anderen sind noch nicht mal da. Wen interessieren die anderen? Ist ein Let's Play Together, also bleib hier stehen und benimm dich. Wohin denn? Kalte Ebene, wie gesagt. Oh. In Anführungszeichen gar nichts kann, die macht, hat sie irgendwie so eine passive, glaube ich, irgendwie diese ganze Zeit macht, um unsere Angriffswert zu erhöhen. Passiv, irgendwie. Ja, so ein aktivierbarer passiven Aura, keine Ahnung, ist egal. Die hat einen Skill. Aber macht ansonsten, schießt die halt normale Pfeile und ist eigentlich ganz langweilig. Ich habe eine Eis-Bogenschützin. Ist eigentlich ganz cool, um Gegner einzufrieren. Die sind langsamer, können sich schlechter bewegen und so weiter. Ist immer ganz gut. Robin, stopp, wir müssen wieder auf die beiden warten. Ich hab ja doch einen Wegpunkt gemacht. Oh. Auf der O-Taste kann man immer die jeweiligen Söldner ausrüsten. Ja, es gibt
vier verschiedene Arten von Söldner. Einmal die aus Akt 1, die Jägerin, wie man schon gesehen hat. In Akt 2 gibt es die Wüstensöhne. Das sind eine. Wüstensöhne? Ja, Wüstensöhne. Wüstensohn. Ja. Eine krasse Beleidigung. werden wir noch sehen, Akt 3 gibt es die Eisenwölfe, bekannt aus Diablo 3, oder, ja, was heißt bekannt aus, eigentlich sind sie ja bekannt aus Diablo 2, wenn man es eigentlich ganz genau nimmt, aber da die meisten wahrscheinlich eher Diablo 3 kennen werden, eben die Eisenwölfe gibt es hier auch. Und in Akt 5 gibt es noch die Barbaren als Söldner. Gut. Ey, wer macht hier immer so eine Geräusche? Das ist der Robby mit seiner Aura. Sobald du die Aura erhältst. Hier ist der Wegpunkt übrigens. So schnell habe ich den, glaube ich, noch nie gefunden. Normalerweise ist er irgendwo auf der Map. Und den. Ach, hier haben wir auch das, schon das erste den Quest hier gefunden. Kommt mal her. Hier ist Rakanisho. Aufpassen, der blitzt. Ja, diese scheiß Blitzer. Darf man nicht zu schnell sein. Wer ist da schon alles dran verreckt? Also ich bin schon. Ja, oft genug. Ah, da war. Ja. Ich wollte gerade sagen, da ist ein Item für Robin. keine Ansatz. Müssen es Skelette sein. Ich versuche immer, die zu töten. Ja, also, mach doch. Versuch's doch. Werden aber geschützt. Kommando Ruhe. Zur Erklärung. Also hier sind 5 Steine. Damit kommen wir später zu Tristram. Also Alt-Tristram. Und werden da einen Bekannten aus Diablo 3 treffen, den ich nicht mag. Dafür brauchen wir erstmal die Schriftrolle aus der Map Dunkelwald, glaube ich, heißt sie. Und müssen deshalb erstmal den Weg weiter folgen. Soll ich auch auf? Auch auf? Ja. Sicher? Ja. Sehr sicher? Ja. Sehr sicher? Ja. Okay. Für dich gucke ich aber nochmal. Ich bleibe jetzt nämlich einfach mal hier stehen. Und gucke für dich sogar. Ja, tue ich. Ist das nicht nett? Geil. Ich habe an alles gedacht. Ich bin überwältigt. Und wieder bin ich so weit hinten. Oh. Man muss wirklich immer auf dich warten. Ich bin gespannt, wie das noch in den späteren Spielverlauf sich auswirken wird, wenn man immer auf dich warten muss. Irgendwas mache ich falsch. Aber ja. Jetzt ist Tommy hinter mir. Das artet noch zum Wettrennen aus. Ich merke das schon. Ja, ich habe einen gelben Bogen gefunden. Yeah. Was mich auch interessieren würde, ob wir in dem Teil des Let's Plays noch vielleicht ein Unique-Item finden oder vielleicht sogar ein Set-Item. Ich denke eigentlich ja. Set ja, Unique. Hoffe ich. Ich habe ein mieses Schild gefunden. Mies schlecht oder mies gut? Delta Lunata. Gut. Einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dazu. Zeig mal. Ich glaube, das ist sogar ein Unique-Item. Ich habe gerade davon geredet. Ja, ich will es einfach mal zeigen. Habe ich keinen Platz mehr? Ich habe keinen Platz mehr. Moment. Also hier ein Unique-Item. Das Pelter Lunata gibt Ablockrate, erhöhte Chance beim Blocken, verbesserte Verteidigung, Stärke, Vitalität und Energie. Also komisch, dass ich gerade noch von geredet habe, ob wir überhaupt einen Unique finden werden. Haben wir direkt am Anfang, ich würde mal sagen, Fail von meiner Seite. Ja, der Kalle hat's drauf. Der hat hier schon. Ausstoß oder kann ich's haben? Na, gib her, zweit. Dann reparier's gefälligst noch. Ja, jetzt geht's ja noch kaputt. Okay. Der Kalle läuft hier auch mit 300% Magie von Bonus rum, also. Ruhig? Nee. Ich hab dich nur verarscht, weißt du. Gut, dann fangen wir den Weg weiter. Oder meine Gruppe geht einfach weg. Ich bin auf alle einfach doof irgendwo. Ah, jetzt habe ich das Spiel animiert.